Moin, mein Name ist Toni, schön, dass du da bist und herzlich willkommen beim Mondgeflüster. Heute mit einem weiteren Faktenvideo zu einer sowjetischen Mission, beziehungsweise hier in dem Falle sogar zwei Missionen, Vega 1 und Vega 2 aus den 80er Jahren. Ja, und wer letzte Woche mein Video gesehen hat zur Mars 2020 mit Perseverance und Ingenuity, hat auch mitbekommen, dass es darum geht, dass Ingenuity, der kleine Helikopter, ja nicht das erste von Menschen erschaffene Flugobjekt auf einem fremden Himmelskörper wäre, also sprich einem fremden Planeten, ja. Und da habe ich kurz mal erwähnt, dass das Ballons waren und die waren halt im Rahmen dieser Vega 1 und 2 Mission. Ja, und darum geht's jetzt. Oh, diese Info hatte ich übrigens aufgeschnappt auf unserem Discord-Server vom Mo, vom Senkrechtstarter. Dort tummeln sich mittlerweile über 650 Weltraumverrückte, also positiv Verrückte. Und man kriegt einfach viele, viele Dinge, die man vorher gar nicht weiß. Und gerade ich, der jetzt technisch nicht so tief drin ist, bekommt da immer wieder neuen Input, Wissensinput. Ganz, ganz toll. Also wenn du Lust hast, komm doch gerne vorbei, ich verlinke ihn dir einmal hier in der Videobeschreibung. So, das war es auch wieder mit dem Blablabla, ihr kennt das ja. Ich versuche mich da immer kurz zu halten, aber jetzt geht's auch weiter. Beziehungsweise los mit Fakt Nummer 1. Die unbemannten Vega 1 und 2 Missionen fanden im Rahmen des Vega-Programms statt und hatten vor allem zwei Hauptaufgaben. Zum einen die Untersuchung der Venus in Form von einem Vorbeiflug und Landung zweier Sonden und zum anderen einen Vorbeiflug am hellischen Kometen. Fakt Nummer 2. Vega leitet sich ab aus den jeweils ersten zwei Buchstaben der russischen Worte Venera, was Venus bedeutet, und Galei, was übersetzt Halley bedeutet, was für den hallischen Kometen steht. Fakt Nummer 3. Das Vorgängerprogramm war das überaus erfolgreiche Venera-Programm, welches von 1961 bis 1983 von der Sowjetunion durchgeführt wurde und die Venus im Fokus hatte. 1961 und 1983 sind übrigens zwei sehr, sehr wichtige Jahreszahlen für mich im Leben. Wenn ihr euch denken könnt oder was ihr meint, für was diese Zahlen wichtig sind für mich, schreibt es doch mal in die Kommentare. Ich sage euch dann, ob es richtig oder falsch ist. Da die Vega-Sonden das grundlegende Venera-Design hatten, kann das Vega-Programm auch ganz allgemein betrachtet zu Venera gezählt werden, wenn man es will. Wir trennen das aber für die Faktenvideos hier ganz klar und ich werde zum Venera-Programm noch einzelne Faktenvideos machen. Fakt Nummer 4. Die Vega-Sonden waren Teil der sogenannten Halley-Armada. Dies waren eine Reihe an Expeditionen von Raumsonden, die den Aufenthalt des hellischen Kometen im inneren Sonnensystem nutzten, um diesen zu untersuchen. Neben Vega 1 und 2 waren dies Giotto von der ESA und die beiden japanischen Sonden Suisei und Sakigake. Neben diesen Missionen haben auch weitere Raumsonden ihre Instrumente genutzt, um ebenfalls an Informationen zu gelangen. Dies waren Pioneer 7, der Pioneer Venus Orbiter und der International Cometary Explorer. Auch die NASA wollte eigene Experimente durchführen. Der kleine autonome Subsatellit Spartan 203 war dafür vorgesehen und war am 28. Januar 1986 an Bord der Shuttle-Mission STS-51L. Dies war die Mission, in der die Challenger kurz nach dem Start explodierte. Etliche bereits geplante Shuttle-Missionen wurden danach erstmal bis auf weiteres gestrichen. Fakt Nummer 5. An den Missionen waren sowohl östliche als auch westliche europäische Länder beteiligt. Dazu zählten Bulgarien, Ungarn, die DDR, Polen, die Tschechoslowakei sowie Österreich, Frankreich und die Bundesrepublik Deutschland. Fakt Nummer 6. Vega 1 und 2 waren Schwesterraumsonden und wogen jeweils knapp 5 Tonnen. Die Energieversorgung wurde über zwei Solarpanels sichergestellt. Das Haupttriebwerk für Bahnkorrekturen war das Triebwerk KTDU-425A, welches UDMH als Verbrennungsträger und Stickstofftetroxid als Oxidator im Verhältnis von 1 zu 1,9 nutzte. Wer mehr über Triebwerke wissen möchte oder über Raketenantriebe, dem empfehle ich die Playlist vom Mo, vom Senkrechtstarter. Der hat da schon ganz, ganz viele Videos drüber gemacht.
schau doch gerne mal vorbei. Beide Sonden waren mit Kommunikations- bzw. Wissenschaftsinstrumenten und Kameras ausgestattet. Die Auflistung siehst du hier gerade, während ich spreche. Fakt Nummer 7. Die Sonden waren nochmals unterteilt in Muttersonden für den Vorbeiflug an Venus sowie dem hellischen Kometen und einem kugelförmigen Abstiegsmodul mit 2,4 Meter Durchmesser, welches einen Oberflächenlander und jeweils einen Ballon enthielt. Die Landesonden hatten jeweils eine Masse von knapp 1,5 Tonnen. Fakt Nummer 8. Als Trägerrakete für beide Missionen diente eine Proton-K-Rakete. Die ca. 50 Meter hohe Rakete von diesem Typ startete zwischen 1967 und 2012 insgesamt 310 Mal, wobei 275 Starts erfolgreich verliefen. Fakt Nummer 9. Der Start von Vega 1 erfolgte am 15. Dezember 1984 um 9.16 Uhr und 24 Sekunden vom Kosmodrom in Baikonur von Startplatz 200 im Bereich 39. Fakt Nummer 10. Der Oberflächenlander von Vega 1 landete erfolgreich am 11. Juni 1985 um kurz nach 3 Uhr morgens auf der Venus, etwa zwei Tage nach der Trennung von der Muttersonde, welche ebenfalls mit der Entfernung von knapp 39.000 Kilometer an diesem Datum an der Venus vorbeiflog. Fakt Nummer 11. Die Landung erfolgte in der Meerjungfrauenebene, nördlich von Aphrodite Terra, etwa in Äquatornähe, auf der Nachtseite der Venus. Fakt Nummer 12. Aufgrund starker Turbulenzen wurden einige Oberflächenexperimente versehentlich etwa 20 Kilometer über der Oberfläche aktiviert. Somit war die vorgesehene Bodenanalyse nicht möglich. Das Röntgenspektrometer konnte aber wichtige Daten zurückgeben. Im Landegebiet herrschten für uns lebensfeindliche 467 Grad Celsius und 95 Bar Druck. Insgesamt übermittelte der Vega-1-Lander für 56 Minuten Daten. Fakt Nummer 13. Während des Landevorgangs wurde die Ballonkapsel von der Landesonde getrennt, welche nun seine eigene Aufgabe begann. In etwa 54 Kilometer Höhe zur Venusoberfläche wurde der Ballon aufgeblasen und das Aufblassystem anschließend abgeworfen. Der Ballon der Vega-1-Mission war damit das erste fliegende, wenn auch noch unkontrollierte, künstlich und vom Menschen erschaffene Flugobjekt auf einem anderen Planeten. Fakt Nummer 14. Der Ballon trieb in der mittleren und aktivsten Schicht des dreistufigen Venus-Wolkensystems mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von etwa 69 Metern pro Sekunde bzw. 248 km/h bei einem fast konstanten Breitengrad Richtung Westen. Die Durchschnittshöhe betrug währenddessen auch knapp weiter 54 Kilometer. Der Ballon überschritt am 12. Juni 1985 um die Mittagszeit die Tag-Nacht-Grenze, auch Terminator genannt. Auch am Tag arbeitete die Sonde, die am Ballon angebracht war, weiter. Die Sonde war mit verschiedenen Messinstrumenten ausgestattet, wie zum Beispiel Sensoren zur Ermittlung von Temperatur, Druck und Windgeschwindigkeiten oder auch zum Aufspüren von Blitzen. Fakt Nummer 15. Die Ballons hatten einen Durchmesser von knapp 3,5 Metern und waren mit Helium gefüllt und bestanden aus einer Teflonhülle. Das Gesamtgewicht mit der Sonde betrug nur knapp 21 Kilo. Fakt Nummer 16. Die Gondelgruppe mit der Sonde, Sensoren und 16 Lithium-Batterien war ca. 1,2 Meter lang und war durch ein 12 Meter langes Nylonseil mit der Ballonhülle verbunden. An der Oberseite der Gondel befand sich eine konische Antenne zur Kommunikation bzw. Datenübertragung. Fakt Nummer 17. Die Ballons, also auch der Vega-2-Ballon, zu dem ich gleich noch komme, wurden von einem Netzwerk aus 12 Bodenstationen von der Erde aus koordiniert bzw. verfolgt. Auch hier erfolgte eine sowjetische und eine internationale Zusammenarbeit, wobei das internationale Team aus Frankreich koordiniert wurde. Frankreich hat übrigens auch einen sehr, sehr großen Anteil bei der Entwicklung der Ballons gehabt. Fakt Nummer 18. Der Ballon legte eine Gesamtstrecke von 11.600 Kilometern zurück. Es gibt auch eine andere Quelle, die gibt 9.000 Kilometer an. Ich nenne euch hier einfach beide.
Gehen wir hier von 11.600 Kilometer aus, sind dies ca. 30% des gesamten Venusumfangs. Die Übertragung endete am 13. Juni 1985, kurz nach Mitternacht, nach insgesamt 46 Stunden. Ob und wie weit der Ballon dann noch gereist ist, ist nicht bekannt. Fakt Nummer 19. Der Start von Vega 2 erfolgte am 21. Dezember 1984 um 9.13 Uhr und 52 Sekunden, auch wieder vom Kosmodrom in Baikonur von Startplatz 200 aus dem Bereich 40. Da die beiden Missionen technisch und inhaltlich nahezu gleich verliefen, werde ich für Vega 2 nur noch die Kerndaten nennen. Fakt Nummer 20. Die Vega 2 Landesonde landete am 15. Juni 1985 um fast punktgenau 3 Uhr morgens auf der Venus in der nördlichen Region von Aphrodite Terra und übertrug insgesamt 57 Minuten Daten von der Oberfläche. Diesmal konnte der Bohrer erfolgreich eingesetzt werden. Fakt Nummer 21. Die Muttersonde von Vega 2 passierte die Venus etwa mit einer Entfernung von 24.500 Kilometer. Fakt Nummer 22. Der Vega 2 Ballon legte eine Strecke von 11.100 Kilometer zurück, bis auch seine Übertragung nach etwa 47 Stunden am 17. Juni 1985 um 0.38 Uhr endete. In einigen Quellen finden sich auch Autoren, die angeben, dass der Ballon durch die Hitze auf der Tagesseite geplatzt sein soll. Vielleicht kann das ja auch einer von euch bestätigen bzw. negieren. Fakt Nummer 23. Die beiden Mutterschiffe von Vega 1 und 2 wurden durch die Schwerkraft der Venus umgeleitet, um sich nun dem hellischen Kometen zu nähern. Vega 1 gelang dies am 6. März 1986 mit einer minimalen Entfernung von knapp 8.890 Kilometer vom Kern des Kometen. Vega 2 näherte sich Halley am 9. März 1986 mit einer Entfernung von minimal 8.030 Kilometer. Fakt Nummer 24. Vega 1 und Vega 2 machten etwa 1500 Bilder des Kometen. Die datenintensivste und vor allem physikalische Untersuchung von Halley umfasste insgesamt nur 3 Stunden und wurde während der kleinsten Annäherung durchgeführt. Die Vega-Bilder zeigten, dass der Kern etwa 14 Kilometer lang war bzw. ist und eine Rotationsdauer von etwa 53 Stunden aufweist. Fakt Nummer 25. Das Ende der Missionen wurde für Vega 1 am 30. Januar 1987 eingeläutet, als das Treibmittel ausging. Der Kontakt mit Vega 2 dauerte noch bis zum 24. März 1987. Für Vega 2 wurde sogar noch ein 6 Millionen Kilometer entfernter Vorbeiflug an 2101 Adonis in Betracht gezogen, wegen zu wenig Treibstoff aber verworfen. Stattdessen wurde noch der Staub von 3 anderen Kometen in deren Umlaufbahn gemessen. Fakt Nummer 26. Die beiden Sonden befinden sich aktuell in einer Umlaufbahn um die Sonne mit einer Umlaufzeit von 281 Tagen. Fakt Nummer 27. Vega 1 und 2 waren auch die beiden letzten Raumsonden der Sowjetunion, die ihre Mission erfolgreich absolvierten und die ersten mit einer so breiten internationalen Zusammenarbeit. Auch hier zeigt sich mal wieder, dass die Raumfahrt über alle Grenzen verbindend sein kann. Ein Paradebeispiel dafür ist immer wieder das Apollo-Soyuz-Testprojekt inmitten des Kalten Krieges, einer meiner absoluten Lieblingsmissionen. Wer das Faktenvideo dazu noch nicht gesehen hat, dem verlinke ich es einmal oben rechts im Video und in der Videobeschreibung. Ja, und das war's. Diese beiden tollen Missionen jetzt hier auch auf diesem Kanal konserviert in einem Faktenvideo. Auf jeden Fall hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht, auch bei der Recherche, weil ich vorher überhaupt von diesen Missionen noch gar nichts wusste. Bei den anderen weiß ich zumindest immer ein bisschen oberflächlich was. Das hat hier wirklich doppelt viel Spaß gemacht. Und ja, wenn es dir gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben, über ein Abo, wenn es nicht schon getan hast. Für die weiteren Interessierten verlinke ich immer unter Video Relevantes noch mehr Informationen, tiefergehende Informationen zu den eigentlichen Faktenvideos. Und ja, ich bedanke mich natürlich auch wieder für deinen Besuch auf diesem Kanal. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal.